heute, das ihr gleich sehen werdet, geht es um eine wirklich wichtige Frage. Können Tiere lügen? Schwer vorstellbar, nicht wahr? Ich habe gute Nachrichten für alle, die schlechte Nachrichten mögen. Sämtliche Flüge sind ersatzlos gestrichen. Morgen früh fängt wieder der Flugverkehr an. Ich bitte um Verständnis. Verständnis? Eigentlich habe ich kein Verständnis mehr. Für mich müssen Sie eine Ausnahme machen. Mich kennt doch jeder aus dem Fernsehen. Wir sehen grundsätzlich keinen Film. Weil, da uns das Fernsehprogramm nicht intelligent genug ist. Wir sind nicht hochintelligent. Wir können 5 Fremdsprachen. Sogar Latein. Seit 3 Tagen wartet mein Kamerateam auf mich. Ich drehe aufgeregte Werbefilme. Ohne mich können sie nicht anfangen. Ich habe die Schnauze gestrichen voll, hier herumzuhängen, während alle anderen Gänse sich in der Sonne ahlen und knusprig braun werden. Ehrlich? Zustände wie auf diesem Flughafen haben wir wirklich noch nie erlebt. Wenn man uns wenigstens Süßigkeiten und Erfrischungen anbieten würde. Es gibt frische Äpfel. Die sind viel zu grün. Verdächtig künstlich. Ich hasse Kompromisse. Ich hasse Äpfel. Erstaunt dankbar zu sein, dass Tiere wie ihr heutzutage problemlos um die ganze Welt reisen könnt und in unserem modernen und gemütlichen Animal Lounge verbringen könnt. Modern? Gemütlich? Dass ich nicht lache. Die Wände sind zu hart, es ist zu kalt, die Wände haben Risse, der Wasserhahn tropft, die Luftanlage rattert, die Gans nervt. Ehrlich, als Entschädigung für diese tagelange Wartezeit und die verpassten Anschlussflüge verlangen wir, dass uns der Flughafen für die erste Klasse Tickets anbietet. Ich will auch erste Klasse fliegen. Ich auch. Und ich will ein Privatjet, damit ich nicht in der Nähe dieses Affen sitzen muss. Darf ich im Namen des Flughafens einen kleinen Kompromiss vorschlagen? Was ist ein Kompromiss? Sobald der Flugverkehr wieder aufgenommen wird, schwingt ihr alle eure Hintern ins Flugzeug und haltet die Schnauze. Ich hasse Kompromisse. Ich fliege immer im Privatjet. Ich bin etwas ganz Besonderes.